Nicht zur 10., 20. oder 30. Karnevalsveranstaltung lud der MGV Eintracht Schermbeck ein. Es war bereits die 63. Ausgabe der beliebten Veranstaltung, die am vergangenen Samstag im Begegnungszentrum, dem großen Saal des Rathauses, vom MGV ausgerichtet wurde. Unter der Gesamtleitung von Wolfgang Herkel hat der MGV ein klasse Programm auf die Beine gestellt. Was erwartete das Publikum ganz genau? Wir haben mehrere Sketche vorbereitet. Wir haben zwei Büttenreden für das Publikum vorbereitet. Wir haben die Tanzwiesel aus Wesel, die seit Jahren kommen und die für mich immer ein fernsehreifes Programm zeigen, eingeladen und freuen uns, dass sie zugesagt haben. Und wir haben Live-Musik in mehreren Zusammensetzungen. Der Chor fängt dann immer wie immer an mit vier Karnevalsliedern und wir freuen uns drauf. Das war eine Menge. Wir schauen uns mal etwas vom Programm an. Sie hören jetzt ein Duett zu dritt. Hier trifft ukrainische Leidenschaft auf westfälische Ekstase. Lass es sein, Mädchen, lass es sein. Der ist nicht fein. Das dreieinhalbstündige Programm war wirklich abwechslungsreich und begeisterte das volle Haus. Es wurde gelacht, geklatscht, gesungen und geschunkelt. Ähnlich wie bei den Weihnachtskonzerten fängt die Planung für ein so großartiges Event schon deutlich früher an. Also es ist sehr unterschiedlich. So die Büttenreden und die Sketche, die fangen meistens schon so im August, September, Oktober an. Mit dem Singen des Chores fangen wir unmittelbar nach Weihnachten an, weil es immer schwer ist, vor Weihnachten die richtige Karnevalsstimmung zu haben, wenn man nicht ganz Karnevalsjeck ist. Der Aufwand hat sich definitiv gelohnt. Es blieb beim Publikum kein Auge trocken. Im vergangenen Jahr fiel die Kultveranstaltung aus terminlichen Gründen leider aus. In diesem Jahr gab es noch eine Neuheit. Ja, wir haben in diesem Jahr erstmalig nur eine Vorstellung, weil wir am Freitag nicht ganz das Haus immer voll hatten. Und wir haben diesmal aber, und das kann ich, freue ich mich, dass ich das sagen kann, wir sind ausverkauft. Wir haben also am Samstag eine volle Hütte. Und das war so der Grund. Wir wollen eine große Stimmung verbreiten und das geht am besten mit dem vollen Haus. Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt und die Stimmung hatte inzwischen den Höhepunkt erreicht, der scheinbar stetig anhielt. Das Motto der diesjährigen Schau hieß übrigens Karneval um 8, Frauen an die Macht. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Wir werden einen gemischten Siebenerrat haben, beispielsweise. Und wir werden im Programm das ein oder andere Highlight und Motto haben, was direkt die Frauen anspricht. Nach dem Programm stand übrigens noch Tanz bis in die frühen Morgenstunden auf dem Programm.